Hi ihr Lieben, ich habe gedacht, ich erzähle euch heute was tatsächlich über Gefahrenquellen, auch die, die ihr draußen findet. Denn mir ist völlig klar, ihr wollt ja wahnsinnig gerne eure Kinder beschützen und das sollt ihr ja auch unbedingt tun. Aber ihr sollt nicht die Kinder überbeschützen, also die Kinder irgendwie helikoptern ist jetzt ja auch nicht gesund. Aber es gibt so ein paar Sachen, wenn ihr ja darauf achtet, dann ist es eigentlich relativ einfach, die Kinder zu schützen. Und wenn ihr jetzt, egal wo auch immer ihr sitzt, vielleicht seid ihr draußen, vielleicht seid ihr in eurer Wohnung, dann guckt jetzt mal rum, was in eurer Wohnung so ist. Und ich gebe euch so ein paar Stichworte. Und ihr guckt mal so ganz bewusst, was ihr da so seht. Also die erste Gefahr, die natürlich allen völlig klar ist, ne, Feuer ist eine höllische Gefahr für Kinder. Und alle, ich glaube, euch ist auch allen klar, wenn ihr jetzt in Richtung Küche guckt oder euch vorstellt, wie eure Küche so ist, euch ist klar, dass ein Herd gefährlich ist, dass ein Backofen gefährlich ist, dass wenn ihr so im Winter oder im Herbst, wenn es kalt ist, ja, so einen Kaminofen habt da, und da sind die Scheiben heiß, na, dass das total gefährlich ist. Das ist mir klar. Aber guck mal rum, ob irgendwo Feuerzeuge rumliegen, ob irgendwo Streichhölzer rumliegen. Die sind nämlich gefährlich. Und Streichhölzer zum Beispiel sind nicht nur dafür da, dass die Kinder vielleicht damit Feuer legen, sondern dass sie tatsächlich auch giftig sind, wenn die Kinder die essen. So, und dann sehe ich immer wieder, und ganz ehrlich, das sehe ich auch bei meinen eigenen Kindern, wenn die kochen. Ich weiß nicht, von wem sie es haben, von mir haben sie das garantiert nicht gelernt, dass so Töpfe an der Kante stehen und Pfannenstiele wahnsinnig gerne über den Herd nach vorne rausstehen. Kinder sind wahnsinnig geduldig und wenn die sich strecken können, dann kommen die echt deutlich höher, als wir glauben, dass Kinder kommen. Und wenn die diese Pfanne erwischen und wenn sie die nur ein bisschen erwischen und sie ziehen dann die heiße Pfanne über sich runter, dann ist es echt richtig gefährlich. Und das ist so ganz einfach. Wie gesagt, meinen Kindern fällt es nicht ganz so leicht, aber an sich ist es total einfach, diesen Pfannenstiel immer so zu drehen, dass er eben nicht nach vorne runterguckt. Also, dass Kinder da nicht ran können. Und logisch sollen die natürlich auch die Töpfe nicht vom Herd ziehen können. Auch das ist nicht ganz ohne. Und die werden relativ schnell kapieren, dass man irgendwie auf eine Herdplatte nicht fassen darf. Aber wenn da heiße Töpfe rumstehen, die Kinder da hochkrabbeln können, dann lohnt sich's in der Tat, dass man so ein Herdgitter auch hat. Und falls ihr einen Kaminofen habt, der dann irgendwie an ist im Winter und ihr auch größere Kinder habt, die ja rumtollen und toben, wenn die dann stürzen die in dieses heiße Glas. Das ist natürlich echt gefährlich. Also da würde ich immer so diese Glasscheibe, wenn ihr denn sowas habt, dann auch was vorbauen, sodass Kinder da nicht reinstürzen können. Ja, also das ist auf jeden Fall Hitze und Feuer ist echt richtig gefährlich. Das soll denen natürlich nicht passieren. Und klar, natürlich ist auch Rauch richtig gefährlich. Und deshalb, es ist ja heute Pflicht, es hat eigentlich jeder Rauchmelder. Falls ihr keine habt, dann solltet ihr tatsächlich euch Rauchmelder zulegen. Und was natürlich auch echt gefährlicher Rauch ist für Kinder, ist Zigarettenrauch oder halt Tabakrauch in den Wohnungen, in den Klamotten oder als Ausdünstung von uns nahen Bezugspersonen. Also auch das gehört wirklich zu den ungesunden Sachen und die gesundheitsschädlich sind. Ja, und dann ist natürlich das Riesenthema Vergiftung und alle wissen, klar, wir stellen die Spülmittel weg, den Kloreiniger schließen wir ein, die Waschmittel sind für Kinder nicht erreichbar, logisch, ne? Aber tatsächlich sehe ich immer wieder, dass da so offene Weinregale auf dem Boden liegen, an die die Kinder ran können und die sie aufschrauben könnten oder sonstige Spirituosen. Das ist natürlich giftig, wenn Kinder das nehmen. Und für Kinder sind natürlich auch sowas wie Lacke, Zigarettenstummel giftig. Und tatsächlich Medikamente. Und das sehe ich immer, immer, immer wieder. Vitamin D. Diese Tabletten, die liegen da rum auf der Wickelkommode. Und
Da können Kinder rankommen und wirklich gefährdet sind die größeren Kinder. Die wissen ja, man darf keine Medikamente nehmen. Aber was tun die? Die nehmen die Medikamente, die sie von Mutti oder Papi immer gekriegt haben, weil sie denken, das ist ja nicht so schlimm. Und dann greifen die entweder zum Paracetamol oder sie greifen zum Vitamin D. Und beides ist in der Überdosierung wirklich nicht gesund. Also das dürfen die auf keinen Fall haben. Das ist echt giftig. Also tut das Zeug weg, so dass die Kinder, vor allem dann größere Kinder, da nicht rankommen können. Und seid da bitte sehr sorgfältig. Und denkt auch dran, wenn ihr Besuchskinder habt, bei denen ist es natürlich auch gefährdet, dass sie das nehmen. Ja, Vergiftung solltet ihr auf jeden Fall aufpassen. Und dann sehe ich ganz überall, guckt mal rum, wie ihr so wohnt, die Sturzgefahren. Und jetzt sehe ich bei allen Eltern, die ich so betreue, die haben, wenn sie größere Kinder haben, alle Treppengitter. Und Treppengitter ist natürlich was, klar, da fallen die Kinder nicht unbedingt runter. Aber dann steht da am Balkon ein wahnsinnig hübscher Stuhl und ein hübsches Tischchen. Und logisch, da klettern die Kinder drauf und dann fallen die eben nicht die Treppe runter und kullern sich vielleicht ab, sondern die stürzen über den Balkon. Oder es steht was so am Fenster, dass die Kinder hochkrabbeln können und dann stürzen die runter. Das ist eine echte Sturzgefahr. Also bitte guckt unbedingt, dass ihr nicht stürzt. Und dazu gehören aber auch wahnsinnig glatte Fußböden. Und das gilt auch für uns. Ich kriege auch immer wieder mit, dass Mütter mit ihren Kindern die Treppe abstürzen, weil sie nicht dran gedacht haben, dass sie ja auch nicht stürzen sollen. Eine Hand zum Kind und eine ans Geländer. Das ist wirklich wichtig, weil wahrscheinlich wird gar nicht euer Kind abstürzen. Das passiert wahnsinnig selten, aber ihr stürzt ab. Und ihr sichert automatisch im Reflex eure Kinder und das ist für euch auch rasend gefährlich. Also, auch glatte Böden sind richtig böse Gefahr für die Kinder. Bitte passt da wahnsinnig auf. Fensterbänke, dass da eure Kinder nicht hinkommen, da solltet ihr einfach auch aufpassen. Und denkt dran, eure Kinder können richtig gut klettern. Ja, und die Hauptsturzgefahr fürs kleine Säugling ist in der Tat halt die Wickelkommode. Ne? Und das kommt davon, weil Eltern ganz denken, Kinder können nicht kullern, aber Kinder können robben, Kinder können im Reflex drehen und die meisten Wickeltischstürze sind nach vorne weg, also wo wir eigentlich stehen. Und dann gibt es natürlich auch Kinder, die kullern zur Seite weg, also da müsst ihr auf jeden Fall eure Kinder sichern. Ja, Balkontüren sind natürlich dann auch immer so ganz beliebte Sachen, wo die Kinder dann abstürzen. Also das lohnt sich, dafür zu sorgen. Und denkt immer dran, ausreichende Beleuchtung für euch machen, dass ihr auch nachts nicht stürzt. Und wenn ihr da so Stillnachtlichter habt und die sind nicht hell genug, also ihr seht nicht, wo ihr lang geht oder ihr habt schon größere Kinder, da liegen Spielsachen rum, über die ihr dann in der Dunkelheit mit dem Säugling auf dem Arm stürzen könnt, das ist echt auch eine Sturzgefahr. Für euch, aber natürlich dann halt mit für eure Kinder auf dem Arm. Und dann ist Elektrizität, das wissen alle, ne? Kinder sollen natürlich nicht in Steckdosen kommen können und so weiter und ihr solltet eure Kabel wirklich, wenn sie kaputt sind, wegtun, ne? Weil das ist natürlich gefährlich. Aber guckt mal bitte rum, wie viele Kabel liegen bei euch am Boden rum, so dass ihr die nicht seht, aber wenn man auf diesem Boden ist, dass man diese Kabel sieht. Seht ihr welche? Also wenn ich mich hier so umgucke, sehe ich jede Menge Kabel rumliegen, völlig klar, ne? Und diese Kabel, die sind auch deshalb gefährlich, weil die für Kinder eine Strangulationsgefahr sind. Na, also die wickeln sich da ein, die tütteln sich da rein und die, denkt dran, eure Kinder sind Krabbelkinder, die können auch in Ecken krabbeln, in die ihr nicht reinkommt und wo ihr denkt, naja, da legen wir jetzt die Kabel lang, wird schon niemandem auffallen. Aber eure Kinder kommen da ran und wenn die sich da rein vertütteln, ist es wirklich gefährlich. Also guckt unbedingt, dass ihr diese Kabel absichert. Ja, und wie gesagt, Elektrizität als solche macht natürlich große Stromschläge und das ist saugefährlich. Ne? Da gibt es überhaupt kein Vertun, aber ich glaube, das sind Dinge, die ihr wisst. Glas und Scherben ist auch richtig gefährlich und das gilt natürlich für Gläser, aus denen Kinder trinken können. Das gilt für Glasscherben, die euch zerbersten und runterfallen.
Und eure Kinder sind ja so in diesem Üben dieser Feinmotorik. Und da sind die wirklich richtig gut, ganz winzige Scherben zu finden. Also wenn euch irgendwas zerbirst, putzt richtig gründlich nach. Und nicht, weil Putzen so irre wichtig ist, sondern weil eure Kinder diese winzigen Scherben auch noch finden. Und dann sind natürlich so Glasscheiben relativ gefährlich, A, für Reinrennen. Und dass ihr die absichert, dass eure Kinder da nicht reintoben, weil sie die einfach nicht sehen und dass sie vielleicht zerbersten. Und das gilt ja auch für Glasvitrinen. Und da kann man ganz einfach, ihr müsst jetzt nicht eure Glasvitrinen in Sperrmüll packen oder irgendwie in den Keller und erst in 20 Jahren wieder rausholen, wenn ihr erwachsene Kinder habt. Nein, es gibt tatsächlich so Folien, die man über so Gläser machen kann. Und dann zerbrechen die nicht so, dass sie in Scherben zerbersten, wenn da dann doch ein Kind reinstürzt. Also sichert also die Gläser ab. Dazu, wie gesagt, gehören Türen, dazu gehören Vitrinen, all solche Dinge, die halt irgendwo erreichbar für Kinder sind. Und logisch, ich muss nichts dazu erzählen, dass man Regale, weil Kinder da raufklettern, ne, und die dann stürzen, dass man die tatsächlich in der Wand festmachen muss. Auch wenn ihr das vielleicht nicht macht. Ich mache das meistens auch nicht, aber ich habe auch keine kleinen Kinder zu Hause. Ne? Also das ist richtig wichtig. Die klettern da hoch, dann stürzen die Regale um und das ist halt echt gefährlich. So, also Glas solltet ihr wirklich absichern. Und wenn eure Kinder anfangen zu trinken, gebt ihnen eben Becher, die sie nicht zerbeißen können, die aus einem Material sind, die nicht kaputt gehen. So, dann ist der Garten echt eine richtig fette Gefahr. Das eine ist natürlich der Gartenteich. Das andere sind giftige Pflanzen. Das andere sind natürlich Gartengeräte, Gartenhäuschen und geht da wirklich durch. Selbst so Sachen wie Efeu ist super giftig. Ne? Also der wächst da also in vielen Gärten. Es gibt wahnsinnig viele giftige Pflanzen in Gärten. Also das solltet ihr aufpassen. Und wenn Kinder im Nachbarsgarten spielen, dann natürlich auch dort einen Blick hinwerfen. Und ja, Wasser ist gefährlich, Kinder können ertrinken und das wisst ihr, das ist klar. Ihr passt natürlich auf eure Gartenteiche auf und es reichen 10 cm, um drin zu ertrinken. Ihr passt natürlich auf eure Regenwassertonnen auf, auch bitte die beim Nachbar. Aber denkt bitte auch an Badewannen. Ne? Wenn da guckt, dass die Kinder keine Stöpsel zumachen können und in die Badewanne klettern, weil wenn die den Stöpsel zukriegen bei der Badewanne und die lassen Wasser einlaufen und die sitzen dann da drin und spielen und schlafen irgendwann ein, dann ist diese Wanne echt verdammt voll, bis da der Überlauf ist. Und das ist in der Tat ein echtes Ertrinkungsrisiko für Kinder. Also Badewannenstöpsel weg, dass wenn die schon in die Badewanne klettern, wenn die schon irgendwie mit dem Wasser planschen, dass sie wenigstens den Stöpsel nicht zukriegen. So, also das ist zum Beispiel sowas, da denken die wenigsten dran oder habt ihr dran gedacht, dass man so einen Stöpsel von der Badewanne wegtun muss. Ja, und tatsächlich, ich bin ja Hebamme und fahre dauernd mit meinem Auto durch die Gegend, weil ich ja euch Frauen besuchen muss. Und da fahre ich also wirklich durch die Gegend und dann sehe ich da wahnsinnig viele Mütter oder Väter oder was auch immer, wen auch immer, in diesem Straßenverkehr mit Kindern in der Karre, mit Kindern auf dem Fahrrad und auf keinen Fall halten die sich an die Verkehrsregeln. Abgesehen davon, dass mir immer das Herz in die Dornen fällt, weil ich wirklich Angst habe, irgendwann mal Eltern oder ein Kind vom Rad zu holen oder so. Ne? Also ich habe da richtig große Furcht. Lernen die Kinder sich natürlich nicht ordentlich im Verkehr zu bewegen. Also bitte seid dringend ein Vorbild im Verkehr. Denkt dran, dass eure Kinder, auch wenn ihr sie im Kinderwagen schiebt, ja mitkriegt, dass ihr ab und an stehen bleibt. Und dass sie irgendwann in der Karre sind und dann auch realisieren, ihr bleibt stehen, weil ihr euch an das rote und das grüne Männchen an diesem orientiert. Das heißt, Kinder lernen schon sehr früh beim Spazierengehen, wie Verkehrsregeln laufen, noch bevor sie das kapieren, was ihr denen erklärt. Und deshalb ist es auch wichtig, wenn ihr eure Kinder als Säuglinge im Kinderwagen habt, dass ihr euch auch an die Verkehrsregeln haltet. Und dann sehe ich immer diese Eltern mit ihren Kindern Radfahren. Das sind irgendwie die Kinder in der
hinten im Anhänger drin und liegen da als Säuglinge in der Schale und die Eltern haben keinen Helm auf. Da frage ich mich dann immer, wie die einem Kind beibringen wollen, was im allerbesten Trotzalter ist und sich natürlich gegen die klugen Ratschläge der Eltern verweigert, wie sie denen beibringen wollen, dass sie einen Fahrradhelm brauchen. Also, wenn ihr das nicht macht, ist völlig klar, dass eure Kinder das nicht tun werden und wenn das für die nicht normal ist. Also denkt bitte dran, seid ein Vorbild im Verkehr, haltet euch an die Verkehrsregeln, haltet an, wenn die Ampel rot ist. Fahrt bitte nur bei grün, guckt immer rechts und links. Und zieht bitte einen Helm auf. Einfach, damit eure Kinder das richtig lernen. Und mich als Hebamme entlastet es sehr, weil ich dann mit meiner Umsicht weniger Sorge habe, dass mal was passiert. Und eure Kinder sind die, die davon wirklich am allermeisten profitieren. Und dann guckt jetzt mal rum, wo habt ihr eigentlich euren Notfallkoffer? Fragt mal bitte euren Partner oder eure Partnerin, ob die wissen, wo der ist. Wisst ihr, wo er ist? Wisst ihr, was drin ist? Das ist total wichtig, dass ihr alle wisst, wo ist dieser Koffer, was ist da drin, wie ist es sortiert, damit, wenn dann doch was ist, ihr wirklich eurem Kindchen schnell helfen könnt. Und da gehören natürlich so Sachen rein wie Pflaster, wie Verband, wie Kochsalzlösung und immer auch ein Kindertröster, denn Kinder zu trösten ist jetzt nicht irgendein Hei-Tai-Tai, wenn was passiert ist, sondern es ist ein echter gesundheitlicher Faktor. Und zwar deshalb, weil wenn die Kinder was haben und sie haben Angst und Not und Schrecken und das Adrenalin geht in die Höhe und wir beruhigen die, dann hat das einen echten gesundheitlichen Vorteil. Dann brauchen die weniger Sauerstoff, dann rast ihnen das Herz nicht ganz so doll davon, dann halten sie ihren Zuckerspiegel besser im Griff. Und wenn all das ist, dann sind die Notfälle, die sie haben, schneller wieder behandelt. Also ein Kindertröster gehört auf jeden Fall in jeden Notfallkoffer. Ja, das wollte ich euch heute mitgeben zu... Guckt mal rum, was so um euch ist. Kinder zu sichern ist wirklich eine ganz einfache Sache. Und da müsst ihr jetzt nicht irgendwelche Ecken und Kanten abkleben. Ihr müsst nicht eure Kinder auffangen, wenn die sich aufrichten und dabei ab und an auf ihren Popo fallen. Das ist völlig normal. Aber, weil das müssen sie ja auch üben, dass sie hinfallen. Aber diese drastischen Gefahren, das ist echt wichtig, dass ihr die euren Kindern nehmt. Ja, da war eine Frage, was man zum Beispiel gegen Schnupfen macht. Und gegen Schnupfen von Kindern, wenn die Kinder natürlich Fieber und sowas haben und kleine Säuglinge sind, geht ihr und sehr beeinträchtigt, geht ihr bitte zum Arzt. Wenn die Kinder aber und die kleinen Säuglinge einfach von Stäuben, die halt rumfliegen, so eine Schniefnase haben, dann könnt ihr, wenn ihr stillt, Muttermilch in die Nase tropfen. Das ist wunderbar, das löst auch Popel auf. Und wenn ihr nicht stillt, könnt ihr 0,9%ige Kochsalzlösung nehmen. Das funktioniert auch ganz wunderbar. Das tropft ihr rein, das schniefen die Kinder hoch und dann machen die entweder Hatschi und die Popel sind raus und die Nase ist frei oder sie ziehen das hoch und schlucken es runter. Und dann ist die Nase auch frei. Und das ist vor allen Dingen dann wichtig, dass ihr das tut, wenn ihr merkt, eure Säuglinge können nicht mehr gut trinken. Und das gilt für Brust wie für Flasche gleichermaßen. Säuglinge können ja atmen und saugen gleichzeitig, aber halt eben nicht, wenn die Nase dicht ist. Und dann macht ihr das einfach vorm Trinken geben, ne? Also vorm Stillen oder vor dem Fläschchen. Und dann werden die ganz wunderbar trinken. Ja, und wie man das Baby bei Hitze abkühlen kann, in der Tat brauchen die wahnsinnig viel trinken und diese Kinder, die brauchen, solange sie im Säuglingsalter sind, wahnsinnig dringend Milch. Erst dann, wenn ihr drei Mahlzeiten, Brust oder Flasche, das ist wirklich beides das Gleiche, wenn ihr die komplett ersetzt habt und da gibt's keine Milch mehr, dann brauchen die ja Wasser und dann bietet ihr den Kindern eben zu diesen Mahlzeiten unbedingt Wasser an. Davor ist es wirklich wichtig, dass die Kinder Milch kriegen und Milch hat die richtige Zusammensetzung, auch wenn die Kinder schwitzen.
Ihr solltet die unbedingt anziehen, weil Klamotten isolieren auch, ne? Aber achtet unbedingt darauf, dass diese Klamotten Naturmaterialien sind, also reine Baumwolle, Wolle, Seide, reine Seide. Das sind sehr wertvolle Materialien, die sind auch nicht ganz günstig zu kriegen, aber das ist was, was wirklich richtig gut temperaturregulierend ist. Das heißt, wenn es kühl ist, wärmt es die Kinder und wenn es heiß ist, dann kühlt es die Kinder. Und das ist halt das, was die Kinder brauchen. Diese Nacktkörperkultur, der ich ja auch total gerne fröne, die macht eigentlich, dass wir viel mehr schwitzen. Und natürlich ist das auch zu viel UV-Strahlung auf der Haut. Na, das dürfen Säuglinge ja ohnehin nicht haben. Ja, und die Keuchhustenimpfung während der Schwangerschaft, das ist ja so eine Frage, die kommt auch immer wieder von euch. Ich sage euch nicht, ob ihr die nehmen sollt oder nicht, ne? Weil das ist echt eure eigene Entscheidung. Ich erkläre euch, wofür es diese Keuchhustenimpfung gibt. Und zwar liegt es daran, Keuchhusten ist ja so eine Erkrankung, die macht ganz fiesen Husten bis bei Kindern bis Erbrechen und bei Säuglingen im ersten Jahr führt es auch zu Atemaussetzern. Also eine richtig blöde Erkrankung, vor allen Dingen, weil Keuchhusten lässt sich eigentlich mit Antibiotikum therapieren, aber diesen Husten löst nicht aus das Bakterium, sondern das Gift, was das Bakterium absondert oder aus dem rausplatzt, wenn man es zerstört, auch mit dem Antibiotikum. Das heißt, wenn Kinder Keuchhusten kriegen, werden die diese Symptome haben, auch wenn wir den Keuchhusten behandeln. So. Und jetzt ist Keuchhusten gehört zwar zu den Kinderkrankheiten, aber es ist eben keine Krankheit, wo wir ein Leben lang immun sind. Und es gilt für die Impfung gleichermaßen wie falls irgendjemand mal als Kind Keuchhusten hatte. Das bedeutet, der Keuchhustenschutz lässt ungefähr, hält der 6 Jahre. Und wenn unsere Impfung länger her ist oder das Keuchhusten ist länger her, dann haben wir praktisch keine oder kaum noch Antikörper, die wir den Babys mitgeben können. Und zwar im Bauch würden wir die Antikörper den Kindern schon mitgeben und dann nachher natürlich über die Muttermilch. Und deshalb gibt es eben diese Empfehlung, dass man die Mütter am Anfang des dritten Trimesters gegen Keuchhusten impft. Außer jetzt, sie hatte vor einem Jahr die Impfung, ne? Aber dass man am Anfang des dritten Trimesters diese Impfung auffrischt, weil man da die, ja, da hat man die Forschung gemacht, dass wenn dann diese Impfung kommt, die Kinder wirklich am meisten mit eigenen Antikörpern profitieren. Und damit kommen die am immungeschütztesten auf die Welt und sind dann, bis sie überhaupt die Keuchhustenimpfung kriegen können, wo man sie dann einfach mit Hilfe einer Impfung schützen kann, sind dann eben über diesen Nestschutz von der Mutter und natürlich eben auch übers Stillen geschützt. Das ist die Idee der Keuchhustenimpfung, die ist wahnsinnig gut erforscht, was auch so die Nebenwirkungsraten angeht. Es ist kein lebendiger Impfstoff. Das ist eine, die ist absolut zugelassen in eurer Schwangerschaft. Ne? Also, das ist nicht, dass ihr da was Unerforschtes und Neues ausprobiert für euer Kind. Ganz wichtig halt, wie gesagt, bei Keuchhusten ist es, wenn eure Kinder nicht geschützt sind oder ihr seid irgendwie nicht geschützt, denkt auch an Partner, die da kommen. Meistens sind es ja die Partner, die keinen guten Impfschutz haben. Dass die vielleicht auch nochmal in ihren Impfpass gucken, wie gut oder schlecht sind sie geschützt. Und wie gesagt, wo eine Wirkung ist, ist auch eine Nebenwirkung. Und wenn ihr über die Impfnebenwirkung was lesen wollt, da könnt ihr beim Robert-Koch-Institut auf die Seite gehen und die beschreiben sehr gut, wie sie das erforscht haben, wie sie überhaupt zu Impfempfehlungen kommen und welche Nebenwirkungen halt beobachtet sind und wie hoch es diese Nebenwirkungsrate ist. Und wenn ihr dann noch mal guckt, ja, wie hoch ist das Risiko von Keuchhusten und was macht ein Keuchhusten, wenn der Säugling das kriegt? Dann werdet ihr für euch auf jeden Fall eine eigene gute Entscheidung fällen, wie ihr das dann handhabt. Na? Also, genießt eure Kinder, genießt eure Schwangerschaft. Bis ganz bald.